So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und wir haben nochmal ein Z-Poster. Dieses Mal aus Modern Horizons 2. Modern Horizons 2, das erste Mal, dass ein größeres Set, also ein Nicht-Standard-Set, Z-Booster bekommen hat. Und naja, so viel mehr. Ich glaube, damals gab es auch Pre-Release-Packs und ja, ganz komisch. Was? Das ist die Planeswalkerin, die ist. Ja. Tentakeln. Gucken wir uns mal an. Wir haben einen Sumpf, wir haben einen Lightning Spear. Zwei Mana, die Ausrüstung der Kreatur kriegt plus 1 plus 0. Das ist ein Equipment, okay. Und für drei Mana können wir den opfern, um drei Schaden auf irgendeinem Ziel zu sorten. Equipment für 1, okay. Mind Collapse, vier Mana. Wenn es unser Zug ist, können wir auch Mountain opfern, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und wir fügen 5 Schaden an eine Kreatur oder einen Planeswalker zu. Okay. Battle Plan, wir haben nur sehr rotes Pack. Vier Mana. Vier Mana Enchantment. Zu Beginn des Versorgungsmoments wird eine Kreatur plus 2 plus 0. Und Basic Land Cycling. Unbeeindruckend. Shattered Ego. Ein Mana. Verzaubern wir eine Kreatur, die kriegt minus 3 minus 0. Und für 5 Mana können wir die verzauberte Kreatur oben aufs Deck legen. Leider nicht das Shattered Ego. Hard Evidence. Ein Mana 0, Sorcery. Wir kreieren eine 0-3 Krabbe. Und einen Clue. What? What? Crack open. Drei Mana. Wir zerstören Artefakte der Verzauberung. Kriegen danach einen Treasure Token. Sweep the Skies. Zwei Blau und X mit Converge. Wir kriegen 1-1 Topter Artefaktspielsteine mit Fliegend in Höhe der Farben der Mana. Also für jede Mana-Farbe, die wir ausgegeben haben, zu bezahlen. Ich verstehe den. Also wir haben so ein bisschen mit Rot gestartet. Dann sind wir auf Artefakte anscheinend gekommen. Okay. Chitterspitter. Okay, vier Mana Artefakt. Zu Beginn des Versorgungsmoments können wir einen Token opfern. Wenn wir das machen, kriegen wir einen Eichelspielstein. Squirrels, die wir kontrollieren, kriegen für jeden Eichelspielstein plus 1 plus 1. Tappen für ein grünes, wir kriegen einen Squirrel. Lol, Commander-Spieler, ist das geil? Bone Shredder, 3 Mana 1-1 fliegend mit Echo für 3 Mana, also muss nächsten Versorgungsmoments wieder bezahlen. Wenn er ins Spiel wegkommt, zerstören wir einen Nicht-Artefakt, nicht schwarze Kreatur. Okay. Flathound, 1 Mana 1-2 mit Investigate. Okay. This creature is a Bloodhound. It's formed entirely from water. Okay. Und Lensflare. 5 Mana Instant, Affinität zu Artefakten, wir zerstören. Nee, wir machen 5 Damage an angreifende oder blockende Kreatur. Und ein Elemental-Token. Ja, nicht so beeindruckend. Aber egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.